Und damit hallo und herzlich willkommen. Yo, Mann, yeah, Bitches, yeah, yeah. Okay, das ist eine tolle Begrüßung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Beitrag für die Let's Play Challenge mit epischer Musik und Jasper Brian Game Lone Survivor Press X, um weiterzugehen. Ja, man sieht es hier am Titel, es ist Lone Survivor. Eins meiner Lieblingsspiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich innerhalb von 2 Stunden Spielzeit so geil einfach entwickelt bis jetzt. Ich kann einfach nur sagen, es ist geil. Es ist eine Kaufempfehlung, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich würde sagen, ich switche jetzt mehr erstmal hier aus der lauten Musik, so etwas leisere Musik. Und wir werden dann jetzt mal bei Day 7 aufwachen. Ich habe noch nicht weit gespielt, aber trotzdem hat mich das Spiel jetzt schon richtig, richtig angemacht. Sagen wir es so. Also wie der Name ja eigentlich schon verrät, Lone Survivor, wir sind alleine, wir sind Überlebender, wir sind gearscht. Irgendein komischer Virus hat alle Menschen getötet, ausgerottet, zu irgendwelchen komischen mutierten Viechern werden lassen. Nur wir sind verschont geblieben. Jetzt müssen wir halt irgendwie versuchen zu überleben und natürlich auch noch andere Sachen zu versuchen. Also allgemein sollten wir ein bisschen, ein paar Leute vielleicht finden, irgendwo rausgehen, was weiß ich, ne? Weil wir sind momentan hier in einem Apartment so gesehen eingesperrt, das ist ziemlich interessant. Ja, das Spiel ist einfach nur genial, so viel kann ich auch schon mal sagen. Die Story ist zwar, Story ist auch gut, aber, ist sehr schwer zu verstehen. Also ich verstehe sie recht schwer, weil man sieht es hier, es ist auf Englisch, und ich habe letztens, sagen wir so, also ich spoilere jetzt mal, ich habe irgend so eine komische Karte gefunden, da stand halt hier was drauf, eine Radiofrequenz von The Director, von dem Direktor. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Ja. I'll check out the Director Frequency. Ja, mal schauen. I got something special in the store for you today. Ja, da redet einer durchs Radio. Inquire within Apartment 204. That's the end of the message. I guess I could go and check it out. Okay, Apartment 204. Da müssen wir jetzt rüber. At the end of the hallway. Pretty sure that door was locked before. Tatsächlich, war wirklich, also man kann hier halt auf der Karte, kann man sich anschauen, welche Türen offen sind, geschlossen, wo eine Blockade drin ist, also ob mal eine Türe oder so komplett kaputt ist, das ist also mal, dass man gar nicht durch kann oder sonst was, ne? Dann kann man sich die Betten anschauen, also wo man schlafen kann, wo man isst, Spiegel, zu den Spiegeln erkläre ich jetzt gleich was, beziehungsweise erkläre ich jetzt nicht was. Gut, die Skype-Einblendung kann ich sogar drin lassen. Die ist eh nicht so wichtig. I need some food. Also sollte die Skype-Einblendung jetzt sein. Aber hier zu den Spiegeln, das hier ist halt so ein Spiegel, auch mit extra Spiegelung. Das finde ich richtig geil. Muss ich sagen, habe ich bis jetzt... Sieht man in sehr wenigen Spielen, muss ich sagen. So eine eigentlich echt geile Spiegelung. Okay, dann drücken wir jetzt mal X. Weil hier können wir jetzt look deeply into it. Ja, also in den Spiegel ganz... tief reingucken und dann I'm holding together. Voll von Gronkh geklaut. Ja, und mit diesen Spiegeln kann man sich halt hier zwischen den Räumen hin und her teleportieren. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier wieder in den Spiegel gucke, teleportiere ich mich wieder zurück zum anderen Spiegel. Das funktioniert so gesehen so, wenn ich jetzt den hier, also hier in den hier reinschaue und dann in den in Raum 203 laufe. Dann gucke ich in den 203 rein. Dann komme ich wieder hier in dem Raum 204 raus. Help me, I'm scared. I need some light here. Ja, das stimmt wohl. Help me, I'm scared. I need some light here. Ja, wir bräuchten auch mal vielleicht ein bisschen Licht. Upsala. Gehen wir einfach mal hier durch. Wo sind wir denn jetzt? Hallo. Ich frage mich gerade eh, wo ich bin. Mal auf die Karte gucken. Sind wir jetzt schon 204? Nee, wir sind 201. Was machen wir denn bitte sehr in 201?
will ja gar nicht hier 201, ich will 204. So, okay. Porten wir uns wieder zurück. Ich muss mich gerade anders hinsetzen. Ansonsten schläft mir gleich mein Fuß ein. Und das will ich auch nicht. Need sleep. Nee, kriegst du jetzt nicht. So, wir nehmen jetzt erstmal hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht verrecke. Weil, wie gesagt, es gibt hier auch Monster. Hier ist so ein Monster. Also zum einen das und zum anderen hat mein Charakter Hunger. Das ist nie gut, wenn der Charakter Hunger hat. So, hier müssen wir rein. Das hier ist strange. Someone unlocked it. Das hier ist Apartment 204. Halt. Okay, wir können uns hier verstecken. Wir haben auch, I feel pretty beat. Ich habe hier auch schon eine Waffe. Was ist das? I wonder who put these keys. He's here. I wonder who she is. It's supposed to be the same girl. Also muss ich jetzt sagen, ich vermute jetzt gerade, dass er über ein bestimmtes Mädchen redet, welches wir, also welches man vorher trifft. Ihr habt es jetzt nicht getroffen, wie gesagt. I can't see straight. Was geht mit dem an? Got some kind of gas tank. Maybe I can use... Da muss ich mal gerade wieder zurück. Da muss ich kurz zurück. In mein Apartment. Muss ich sagen. Ja, da muss ich mal gerade zurück, wie gesagt. Damit ich mir mal gerade was zu essen machen kann. Dann schlafe ich auch nochmal ganz schnell. Ja, wollte ich jetzt nicht lang. So, dann wieder hier lang. Tralala. Das war jetzt nicht so spannend, aber naja, muss halt sein. Ich hatte auch eigentlich vor, hier von Let's Play zu machen, aber dann habe ich mir gesagt, nee, lieber nicht. Und jetzt habe ich eigentlich so den Entschluss gefasst, dass ich lieber das Spiel erstmal auch durchspiele. Damit ich so ein bisschen die Story ein bisschen besser verstehe. Nee, hier wollte ich nicht. Hier wollte ich jetzt nicht rein. Und hier fliegt ein kleines Mistviech rum, eine kleine Fliege. Ist natürlich immer wieder blöd. Und ich habe vergessen, mir einen Timer zu setzen. Ach, verdammt nochmal. Ach, ansonsten ist es wieder ein bisschen zu lang. Es tut mir leid. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich denn nochmal hin? Ich wollte hier rein, oder? Wollte ich hier rein? Ja, hier wollte ich rein. I can't see straight. Ja, ja, ist mir noch egal. My stove. Don't remember it happening. But it's run out of gas. I'll have to find some more. Yeah. Hast du doch? Oops. Okay, I swept the old one out. Now I can cook stuff. That's just about the best news in. No, it's the best news ever. Okay, das ist nicht schlecht. I need to find something subditable. So missing subditable. Cook. I'd love, but I'm going to need a cooking pot for that. Och, leck mich. Mir leider mal. Ich kollabiere gleich nach dem Typen. Dann schlafe ich einfach noch mal. Vielleicht hilft's ja. I'll have it. Okay. Wenn er sagte gerade, er würde ganz gerne was essen. Aber damit haben wir jetzt gerade mal gerade gespeichert. Ne? So, sonst hätten wir das ja auch noch trinken können. Red Pill, Green Pill, Blue Pill, Rotten Meat, Ammo. Das bringt mir jetzt nicht viel, weil ich, wie gesagt, ich brauche eher was zu essen. Aber wir laufen einfach mal weiter. Tralala. Ich finde auch persönlich die Lichteinstrahlung. Finde ich ziemlich genial. Aber man sieht eigentlich, dass ich das Spiel einfach liebe, weil es einfach genial ist. Aha, aber... Solltet ihr euch lieber selber von überzeugen, weil... Oh. Dann müssen wir hier lang. Also hier hinten, ganz hinten am Ende des Flurs. Hier lang. Und das weiß ich sogar, was jetzt passiert. Aber gut, I'm hungry. Und hier steht jemand. Ich dachte, wir wären der einzige Überlebende. Talk to the director. You are human. Man, I'm pleased to see you. What's your name, friend? Some call me the director. I couldn't tell you why. How did he survive here in here?
There's nothing in this apartment. I have my ways and means. Ich hab grad fast Beans gelesen. Ich hab meine Wege und Bohnen. Oh, der war wieder mal schlecht, aber egal. May even be able to help some. But I take a little time to think on how I survive first. What do you mean? Exactly. I give up. You're telling me you are some kind of survival expert. For all I know, you're not even real. You got a lot of nerve, you know. Nerve? Okay. Hold on a minute. I've been seeing all kinds of things. I don't know if it's the disease that's doing that. I'm only alive because I hold up in my apartment. How about her? Huh? Also, how about you, huh? I've no idea how I survived. Well, I could be part of your imagination. Leute, sorry für mein Englisch, aber ich kann's nicht so doll. I couldn't rightly say. But I reckon I'm here, alright. Sure as the night is long. Oh. But as far as survive goes, folks used to say it's all about keeping your brain in shape. I'm still learning myself. You learn too in time. Yes, sir. Oder yes, sir. Ich habe jetzt einfach mal yes, sir gesagt. Anyway, listen here. I like to forage for things. For things. Got some I don't have much use for. You can have this saucepan. Saucepan. And I may have some good stuff for you later. So keep your ears on the radio, kid. If you catch my meaning. If you catch my meaning. It's good to eat snacks between meals and also. So here's something to sustain yourself. Ah, some Silas. Ha! Some Silas cheese and crackers. Thanks, man. I used to live on these. See you later, alligator. Hey, everything has a way. A way of working out. You know. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, er hat mir Essen gegeben. Oh, verdammt, ist das viel. Kombinieren. Zero Actilin Cheese Cracker. Was? Ein Cheese Cracker. Geil. Ein Mini-Mehl. Oh, wie süß. Aber mehr haben wir nicht. Ja, ist nicht schlimm. Finde ich. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Warte mal, ich könnte ungefähr abschätzen. Sag mir jetzt nicht, dass ich schon 15 Minuten aufnehme. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war ja nichts. I guess I need to find my way to the first floor now. Da wieder hin. I should get back to the apartment I saw that girl in. Gott, wo hat er... Achso, da hat er es gesehen. The one in the blue dress. It was pretty close to the stairs. Mit dem Spiegel. Mit dem Spiegel. Komme ich da noch hin? Das machen wir jetzt noch. Und dann werde ich da nämlich einen Cut machen. Weil ihr sollt das Spiel bitte selber spielen. Ganz ehrlich. Spielt's doch bitte selber. Schaut mir nicht zu. Spielt selber. Ganz ehrlich. Also das Spiel ist... Das muss man selber gespielt haben, weil... Ich glaube, beim Zuschauen ist es etwas langweilig, aber beim Spielen ist es einfach nur genial. Weil wenn man ein bisschen Englisch versteht, ist das echt nicht schlecht. Hier wollte ich noch. So, dann porten wir uns jetzt noch einmal. Blablabla. Da sind wir in 201. What the fuck? What the fuck?
Okay. Kampfszene, würde ich sagen. Wie? Fuck. Das zweite Mistviech kommt auch noch direkt. Au. Ah. Verdammt nochmal. Verdammt. 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 Was macht das denn? Was soll das denn? Warte. Nein. Ich habe nicht ernsthaft keine Munition mehr, oder? Muss ich... Ich hoffe, ich muss im Menü nachladen. Nee, muss ich nicht. Hilfe! Okay. Wow. Das war jetzt nochmal ein bisschen Action. So, my place is just through that other door. I should probably get some rest while I'm here. Ja, ja. Wenn du meinst, need something to eat. Ach, schon wieder. Naja, aber ich verabschiede mich jetzt sowieso. Denn... Naja, dann die... Stairs funktionieren. Dann gehe ich wieder hoch. Obwohl da unten was zu essen war. Aber egal. Wie gesagt, ich verabschiede mich dann für die Let's Play Challenge 2012. Sollte mir jetzt auffallen, dass ich nur 5 Minuten aufgenommen habe, werde ich wieder hier hingehen. So ist das nicht. Also sollten wir uns gleich nochmal sehen, nimmt die Verabschiedung jetzt hier nicht ernst. In diesem Sinne, liegt im Daumen. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Hubert Schubert. Beziehungsweise jetzt gibt es ja kein nächstes Mal mehr. Jetzt ist ja die Let's Play Challenge vorbei. Also schade. Naja, ciao Leute, bis zum nächsten. Bis irgendwann mal. Tschüss. Apropos Let's Play Challenge, ihr könnt ja auch nochmal bei MyGamerTime vorbeischauen. Da werdet ihr dann auch erfahren, ob ich vielleicht gewonnen habe, auch wenn ich persönlich einen anderen Favoriten habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, dem würde ich das sogar fast schon mehr gönnen als mir selber. Mhm. Ja, naja, in diesem Sinne, Likibum Down, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis irgendwann mal. Tschüss.